Nee. Rück. San. Rück. Chi. Hallo zusammen. Ich hoffe, dass ihr gut geht. Wir trainieren weiter und natürlich zu Hause. Und das geht. Also in der letzten Zeit haben wir eigentlich nur mit Überkörper gearbeitet. Also Tsukis, also Schlagen und Block. Deswegen, wir fangen heute mit Stellungen an. Die Stellungen heißen eigentlich auf, sagen wir so, Karate-Sprache heißt das die Dachi. Und dann heute fangen wir an mit Singitsodachi oder Tsingitsodachi, je nachdem, wie man sein Dialekt ist. Also nach meinem Dialekt sage ich so Singitsodachi. Aber Dachi ist egal. Hauptsache, dass wir verstehen, was immer mit Dachi ist, ist eine Stellung. Und je nachdem, wie wir das auch mal von, wenn wir das auch hören, ja, also Tsingitsodachi, Singitsodachi oder was auch was ähnliches, dass wir auch mal verstehen, was der Trainer meint. Also, Singitsodachi erstmal, wir sollen auf zwei, drei Punkte mal aufpassen. Zum Beispiel, wir haben hier zwei Linien. Die Linien sind eigentlich breit wie Hüfte breit, je nachdem wie jede kennt sein Hüfte breit. Die Beine auseinander, Hüfte breit. Ja? Und nach vorne zweimal Hüfte breit. Also, wenn ich so stehe, das ist schon so Hüfte breit und dann wenn ich mit linke Seite Singitsodachi gehe, dann gehe ich nach vorne zweimal Hüfte breit da. Ja? Und die Beine auseinander, oder mein Dachi breit auch so Hüfte breit. Ja? Also wir sollen die Ferse nicht hintereinander, wie das da, sondern eine nach rechts und die andere nach links. Also so Hüftebreite bleiben. Vielleicht die Hüfte geht rein oder raus, je nachdem, was von Technik wir machen. Aber Dachi so allgemein, Singitsodachi ist Hüftebreit. Ja, also zwei Linien. Und dann nach vorne gehe ich nach vorne zweimal Hüftebreit. Die hintere Seite ist immer fest und gestreckt. Ja? Es gab Ausnahmen, wenn wir zum Beispiel die Kidambarai, dann machen wir Block und mit Block dann meine Hüfte dreht sich nach außen. Dann Knie hier ist leicht gebeugt. Dass ich, wenn ich auch schlage mit Tsuki, dann kann ich von der hinteren Seite auch mal Power sammeln und dann nach vorne auch schlagen. Ja? Also wir müssen jetzt nicht alles über alles mal reden. Hauptsache momentan nur mit Beinen arbeiten. Wir sollen langsam in die Richtung mal reingehen. Die hintere Seite gestreckt, die vordere Seite ist 90 Grad direkt unter mein Knie. Also wir sollen das nicht so machen und auch nicht so, sondern direkt mein Knie und die Ferse in eine Linie oder übereinander. So. Die Fußspitze hier nach vorne zeigt, die hintere Seite auch wie möglich nach vorne auch zeigen. Ja? Die andere Seite auch das Gleiche. Und wir versuchen das jetzt zu üben. Wie können wir das machen? Also, wir machen das auf zwei Kommandos. Wir vergessen die Arme. Jetzt machen wir Singitsodachi links. Auf Kommandos. Die linke Seite kommt nach rechts. Gehen wir runter, so gehen wir ein bisschen tiefer. Oder nochmal vor. Oder nochmal zurück. Das ist der erste Schritt, was wir machen sollen.
Welche Seite machen wir Singizodachi? Links, das bedeutet, meine rechte Seite ist mein Standbein. Also die rechte Seite macht nichts, keine Bewegung. Nur Standbein, die linke kommt da. Und dann gehe ich mal runter. Und dann nochmal zurück. Machen wir das auf die Kommandos. Und bitte auch alle. Wir machen danach weiter. Also, geht. Blick nach vorne, Rücken gerade und dann nochmal zurück. Eat. Nein. Eat. Nein. Eat. Nein. Ja, dann die andere Seite. Jetzt machen wir Singizodachi rechts. Also das ist die Hälfte, sagen wir ungefähr. Das ist der erste Teil von Singizodachi. Dann die rechte Seite bewegt sich und die linke, das bedeutet, wenn Singizodachi rechts, das bedeutet, die linke Seite ist mein Standbein und bewegt sich nicht. Ja? Wir wiederholen das auch mit der rechten Seite. Also, eat, nee, eat, nee, eat, nee, eat, nee. Ich wiederhole das nur. Paar Wiederholungen in die Richtung, dass ihr seht, wie mein Rücken, wie mein Blick ist. Gehen wir tiefer und dann die rechte Seite bewegt sich. Und dann nochmal. Ich. Nee. San. Chi. Go. Okay, das ist der erste Teil. Jetzt der zweite Teil oder die zweite Kommando. Gehen wir nach vorne. Genauso, was wir am Anfang angemacht haben. Also, die linke Seite bewegt sich nach rechts. Und dann gehen wir nach vorne. Nee. Ja? Und dann nochmal zurück. Eat. Nee. Und wir wiederholen das noch einmal mit der linken Seite. Eat. Nee. Und natürlich, über Körper bleibt gerade. Blick nach vorne. Eat. Nee. San. Chi. Eat. Ne. San. Shi. San. Shi. Ja? Dann die andere Seite jetzt. Die linke Seite ist mein Standbein. Die rechte Seite geht nach vorne. Eat. Ne. Eat. Ne. Also ich mache hier ungefähr wie eine Rundbewegung. Gehe ich mal da und dann noch mal nach vorne. Also ich bleibe nicht in eine Linie, sondern geht mal hier vorbei und dann nach vorne auch. Ja? Und dann ich versuche auch diese Bewegung zu beenden. Also ich gehe vor, fertig und dann noch mal zurück. Also wir sollen das nicht so machen. Keine Ende. Also wir sollen mal beenden und dann noch mal zurück. Eat. Nee. Eat. Nee. Eat. Nee. Ja, ich wiederhole das auch so, dass ihr auch von dieser Seite auch mal seht, wie das aussieht. So. Die linke Seite bewegt sich. Rechte Seite ist meine Standbein. Blick nach vorne, Rücken gerade und dann die gleiche Kommandos. Eat, nee. Eat, nee. Eat, nee. Eat, nee. Und bitte mal achtet darauf, die hintere Seite bleibt da gestreckt und die Fußspitze versuchen wir auch nach vorne zu zeigen, nicht da zu machen, also nicht das. Ja, wir versuchen so nach vorne zu bleiben und dann nochmal zurück. Die Fehler, was man machen kann, vielleicht am Anfang an, Edge da ist okay, dann nach vorne, vielleicht macht das da, dann nochmal runter. Oder wenn wir nach hinten gehen, macht erstmal die Ferse hoch und dann nochmal zurück. Das ist auch ein berühmter Fehler, viele machen das auch. Die Ferse immer auf dem Boden bleiben. Immer.
Hier könnt ihr mal diese Geräusche auch mal hören. Mein Fuß oder meine Füße sind immer im Kontakt mit dem Boden. Ja, also vielleicht nicht komplett, sondern irgendwie immer im Kontakt bleiben. Ich versuche mal ein paar Übungen dazu zu geben und dann könnt ihr auch zu Hause das auch mal üben. So, ich mache das in die Richtung. Wir vergessen auch die Hände. Machen wir das auf einem Kommando. Also direkt da und dann nochmal zurück. Ja? Itch. Nochmal zurück. Langsam. Ja? Eine Kommando komplett nach vorne, schnell wie möglich. Und dann auch die Bewegung auch beenden. Nee. Zurück. San. Zurück. Chi. Und zurück. Go. Und zurück. Und die andere Seite. Versucht ihr mal, die hintere Seite mal auch zu beobachten. H. Und ihr mal. Die hintere Seite bleibt fest auf dem Boden. Nee. Also nicht das und dann auch nicht das. Da. Das soll auch komplett auf dem Boden. Ja, nochmal weiter. Eight. Und zurück. Nee. Und zurück. San. Und zurück. Chi. Und zurück. Das war die Singitsu Dachi. Wir sollen das zu Hause üben. Ich hoffe, dass mein Video hilfreich war. Übt ihr das zu Hause? Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt auch in die Kommentare auch was schreiben. Und natürlich nicht vergessen, mein Video Daumen hoch geben oder auch meinen Kanal abonnieren. Wir sehen uns bis zum nächsten Video und ciao, ciao.